Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid diese Woche. Wir machen heute eine ganz entspannte Stunde, eine Yin-Yoga-Stunde. Ein paar von euch kennen Yin-Yoga vielleicht schon. Yin-Yoga ist im Gegensatz zum normalen klassischen Yoga, das ich unterrichte ja hauptsächlich Hatha-Yoga, und das sieht man als Yang, als kraftvolles Yoga, ist Yin-Yoga ein ruhiges Yoga, wo man Positionen recht lange hält. Man wird nicht richtig warm dabei, sondern man dehnt sehr viel. Also schafft ihr euch am besten schon mal warme Socken und eine Decke an. Die braucht ihr heute für die Stunde. Außerdem braucht ihr wieder das Klötzchen oder das Buch. Und was auch gut wäre, wenn ihr ein großes, weiches Kissen habt, gerne ein bisschen länger, wo ihr euch gut drauf ablegen könnt. Vielleicht habt ihr so ein Sofakissen, vielleicht habt ihr aber auch ein Kopfkissen, das so diesen Maßen entspricht. Es darf ruhig ein bisschen bauschig sein, dass ihr euch darauf gut ablegen könnt. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß und los geht's. Heute beginnt ihr direkt im Liegen. Nehmt gerne die Füße aufgestellt, ungefähr mattenbreit, und lasst eure Knie zusammenfallen. Ganz bequem. Die Arme sind entspannt neben dem Körper. Handflächen vielleicht leicht nach oben geöffnet. Kommt hier erstmal an, schließt die Augen, atmet durch die Nase. Tief und gleichmäßig ein- und ausatmen. Spürt den ganzen Rücken auf der Matte. Versuch mal, den unteren Rücken etwas länger zu machen, indem du das Becken ganz leicht nach oben kippst, in Richtung Bauchnabel. Und spürst, wie der untere Rücken ganz lang wird auf der Matte. Langsam nimmst du eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf das Brustbein. Beginnst mit der nächsten Einatmung den Bauch zu atmen. Spürst, wie sich die Hand auf deinem Bauch leicht anhebt. Und ziehst dann den Atem nach oben in den Brustkorb. Der Bauch wird wieder flacher. Jetzt hebt sich die Hand auf dem Brustbein. Wenn du ausatmest, sind beide Hände unten. Du atmest wieder ein, zuerst in den Bauch. Ziehst den Atem hoch in den Brustkorb. Und dann wird auch wieder der Brustkorb flach mit der Ausatmung. Atme hier für ein paar Atemzüge weiter. Tief ein in den Bauch. Hoch in den Brustkorb und werde wieder ganz leer.
Und vielleicht hast du nach einer Weile einen Rhythmus gefunden hier in der Atmung. Und spürst den Atem wie so eine Welle, die durch den Körper rauscht. Wie die Welle, die sich am Strand ausdehnt und langsam wieder zurückzieht. Und mit diesem Bild vor Augen atme noch für ein paar Atemzüge weiter. Langsam löst dann deine Hände, leg die Hände zurück auf die Matte, streck ein Bein nach dem anderen aus, lieg nochmal für einen Moment ganz entspannt da, fühl alle Punkte, mit denen dein Körper den Boden berührt und lass den Atem ganz entspannt, ganz natürlich fließen durch die Nase ein und aus. Langsam stellst du die Füße nochmal auf. Lässt dann beide Knie auf eine Seite sinken, rollst dich zur Seite, stellst die obere Hand vor dir auf und kommst langsam nach oben und von hier aus gleich in einen Vierfüßlerstand. Schau, dass deine Hände unter den Schultern sind, deine Knie unter den Hüften und die Knie etwa hüftbreit geöffnet. Du beginnst mit der Ausatmung, den Rücken zu runden, das Kinn zum Brustbein zu nehmen. Mit der Einatmung kommst du in ein sanftes Hohlkreuz. Ausatmen, rund werden. Einatmen, Hohlkreuz. Den Kopf sanft heben und dabei die Schultern weg von den Ohren nehmen. Mach das in deinem eigenen Atemrhythmus.
Und dann kommst du mit geradem Rücken zur Ruhe, nimmst deine linke Hand fest in den Boden, löst die rechte Hand und hebst den rechten Arm zur Seite. Streck ihn aus, halt ihn parallel zum Boden. Wenn die nächste Ausatmung kommt, nimm den rechten Arm unter der linken Achsel durch, knapp über dem Boden, halte ihn hier kurz, kannst den linken Arm leicht anbeugen, einatmen, wieder öffnen zur Seite, ausatmen, den Arm durchschieben, die rechte Schulter etwas absenken, einatmen, öffnen und ein letztes Mal den rechten Arm knapp über dem Boden schwebend unter der linken Achsel durchschieben. Achte dabei, dass deine Hüften über den Knien sind. Du öffnest nochmal und stellst dann die rechte Hand ab. Gewicht kommt jetzt auf die rechte Handfläche. Nimmst den linken Arm zur Seite, parallel zum Boden. Hältst den Arm, streckst ihn weit von dir. Mit der nächsten Ausatmung tauchst du links unter der rechten Achsel durch. Hältst knapp über dem Boden. Einatmen, öffnen. Ausatmen. Den Arm unten durchschieben. Öffne wieder zur Seite. Noch ein letztes Mal unten durch. Dann wieder zur Seite öffnen und stell die linke Hand zur rechten Hand. Schau, dass du hinten die Zehen aufstellen kannst. Wander mit den Händen ein Stückchen nach vorne und dann langsam schieb dich einmal mit dem Oberkörper zurück, der Bauch auf den Oberschenkeln. Vielleicht kannst du die Stirn absetzen. Die Länge des Rückens atmen. Hier hast du viel Platz in den seitlichen Rippen. Kannst die Lunge ganz lang mit jeder Ein- und Ausatmung strecken. Und dann drückst du deine Hände vorne fest in den Boden und streckst nur die Beine aus. Gerne mal kurz auf der Stelle laufen. Und langsam wieder beide Beine strecken. Mit der nächsten Einatmung kommst du nach vorne mit den Schultern über die Handflächen. Bauch ist stark, Po ist stark, Beine sind ganz durchgestreckt und die Fersen schieben weg von dir. Und dann ziehst du dich vom Bauchnabel aus wieder nach hinten in den nach unten schauenden Hund. Streckst den Rücken ganz lang, lässt auch hier die Fersen in Richtung Boden sinken. Einatmen, nach vorne kommen und ausatmen, noch einmal nach hinten schieben. Setz die Knie ab, schieb nochmal den Po auf die Fersen, mach den Rücken ganz lang. Bring die Fingerspitzen in die Matte, streck die Arme. Spür leicht, wie es im Rücken ein bisschen arbeitet, wie sich auch hier die Muskeln langstrecken. Und dann atme aus, lass die Arme ganz entspannt auf dem Boden abliegen. Leg deine Stirn ab, leg deinen Fußrücken ab, komm in Balasana, in die Kindhaltung. Langsam heb den Kopf, wander mit den Händen wieder nach vorne, drück die Handflächen fest in den Boden, stell die Zehen hinten um, schieb dich in den nach unten schauenden Hund. Nimmst dein rechtes Bein nach hinten und oben und mit der nächsten Ausatmung nach vorne zwischen die Hände.
Kannst dein linkes Bein zurück auf die Matte bringen, vielleicht etwas unter das linke Knie legen. Du kannst dein Buch vorne neben deinen rechten Fuß stellen, vielleicht die Hände auf der Innenseite vom rechten Knie auf dein Buch. Lass dich hier in der Hüfte tief sinken, ganz locker. Wir bleiben hier für einen Moment. Vielleicht merkst du, du kannst etwas weiter nach unten, dann kannst du auch dein Buch umklappen, eine Etage tiefer kommen. Du kannst, wenn du möchtest, dein rechtes Knie auf die rechte Seite rüberfallen lassen und auf die Außenkante vom rechten Fuß gehen. Bitte hier vorsichtig sein, was dein Knie angeht. Wenn du Probleme hast mit dem Meniskus, dann bleibst du lieber in dieser Ausgangsposition. Aber wenn du merkst, das geht, du hast auch die Beweglichkeit in der Hüfte, komm gerne etwas tiefer mit den Händen auch. Und komm hier an. Versuch die Schultern auf einer Höhe zu behalten. Und auch hier den Rücken lang zu strecken. Wenn es dir zu viel wird, kannst du natürlich jederzeit aus der Position rauskommen. Oder vielleicht auch die Position erstmal noch etwas zurück modifizieren, sodass du sie noch für einen Augenblick halten kannst. Und dadurch, dass wir diese Übungen heute unaufgewärmt machen, geht es weniger um die Muskeln, es geht hier tatsächlich auf die Sehnen und Bänder. Und es ist doppelt wichtig, dass ihr dabei gut auf euch achtet, nicht zu viel macht, dass ihr euch nichts überdehnt. Und egal, wo du jetzt bist, in welcher Position, kommst du langsam nach oben, beginnst zurückzukommen hier, nimm gerne dein Buch mit. Setz dich auf deine linke Ferse. Du kannst dir Klotz oder Buch unter die rechte Pobacke legen. Und diesmal bleibt der rechte Fuß, der vordere Fuß, ganz entspannt. Wenn diese Position für dich unbequem ist, gerne noch etwas höher kommen. Du kannst auch hier in so eine halbe Position kommen. Wichtig ist, dass die Hüfte gerade bleibt. Und wenn du möchtest, kannst du dich sanft nach vorne lehnen, über das ausgestreckte Bein, ganz locker, ganz entspannt. Du merkst schon, hier musst du weder die Zehenspitzen ranziehen zu dir, noch musst du den Rücken ganz gerade halten. Du kannst ja einfach locker bleiben. Einfach nur die Übung zulassen. Beobachten, was passiert. Langsam richte dich wieder auf. Komm aus der Position. Nimm den rechten Fuß, nimm den linken Fuß, die Decke vielleicht nochmal beiseite legen, dann für die andere Seite.
Und zunächst einmal schiebst du den Po auf die Fersen, legst die Stirn ab, setzt nochmal die Fingerspitzen auf, lässt den Rücken ganz entspannt in die Länge wachsen. Und dann verankerst du wieder vorne die Hände in der Matte, stellst die Zehen um, kommst in einen nach unten schauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung Schultern über die Hände, schiefe Ebene, ausatmen vom Bauchnabel aus, nach hinten ziehen in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, nach vorne kommen. Ausatmen, nach hinten. Nimm jetzt dein linkes Bein nach hinten und oben, die Ferse weg von dir. Mit der Ausatmung kommt der linke Fuß nach vorne zwischen die Hände. Dein rechtes Knie gerne wieder auf die Decke ablegen. Hinteren Fuß umklappen. Du kannst dein Buch hier aufstellen auf der Innenseite vom linken Fuß. Den linken Arm auch auf die Innenseite vom linken Knie nehmen. Und dann lässt du dich erstmal hier in der Hüfte tief sinken. Und dann beginnst du den kleinen Drachen, so heißt diese Position, für dich zu modifizieren. Vielleicht kommst du auf die Außenkante vom linken Fuß, wenn dein linkes Knie in Ordnung ist. Vielleicht legst du wieder deine Unterarme auf dem Buch oder auf der Matte ab und lässt dich hier noch ein bisschen tiefer sinken. Versuche wieder den Rücken lang zu strecken, die Schultern auf einer Höhe zu lassen. Wenn du merkst, das wird zu viel, kannst du jederzeit aus der Position rauskommen. Vielleicht nochmal in die Ausgangsposition kommen. Und dann kommst du ganz langsam zurück. Vielleicht wieder hier in so eine halbe Position, wenn du gemerkt hast, sich ganz auf das rechte Bein abzusetzen, war nicht so gut. Bleibst du in der halben Position oder du wanderst ganz nach hinten, schiebst deinen Klotz, dein Buch unter die linke Pobacke, sitzt auf der rechten Ferse, der linke Fuß ganz locker und entspannt. Vielleicht wirst du auch die Decke nochmal unter die linke Pobacke legen, dass du mit der Hüfte auf einer Höhe bist. Und entweder du bleibst hier oder du lässt dich wieder etwas nach vorne sinken über das ganz entspannte linke Bein. Rücken darf rund werden, der Nacken ist locker. Langsam richtest du dich wieder auf.
Nimmst alles unter deiner linken Pobacke weg. Den linken Fuß zum rechten Fuß. Streck dich nochmal nach vorne lang. Stell die Zehen hinten auf. Über die Knie kommst du in den nach unten schauenden Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Einatmen, schiefe Ebene. Ausatmen, nach unten schauender Hund. Und dann setzt du wieder die Knie ab. Nimmst die Stirn zur Matte, die Arme ganz locker lassen. Balasana, Kindhaltung. Langsam richtest du dich zum Sitzen auf, nimmst die Knie zusammen und setzt dich einfach auf eine Seite von deinen Füßen, streckst beide Beine nach vorne aus und lässt hier die Fußflächen zusammen, die Knie ganz entspannt nach außen fallen. Richte dich erst einmal hier schön auf, spür die Wirbelsäule in ihrer Länge und dann kannst du mit den Händen unter den Unterschenkeln durchfahren. Finde hier deine Position, lass gerne etwas runder werden, den Kopf nach unten sinken lassen. Langsam beginnt deinen Kopf zu heben. Zieh die Unterarme unter den Unterschenkeln raus. Richte dich auf. Stell deine Füße etwa mattenbreit auf. Die Hände kannst du hinter dir absetzen, ganz bequem. Und dann beginnst du, die Knie nach rechts und nach links zu schaukeln. Bewegst dich auf dem Po hin und her. Und dann schaust du, dass du da ein großes Kissen in der Nähe hast. Vielleicht legst du das so hinter dich. Stellst die Hände wieder auf. Lässt beide Knie auf die rechte Seite fallen. Nimmst jetzt den linken Arm von hinten nach vorne mit. Und legst dich hier ganz bequem mit dem Kissen unter dem Brustkorb auf der Seite ab. Du kannst den linken Arm, wenn du möchtest, über das linke Ohr mitnehmen. Den rechten Arm nach unten lang strecken. Wenn sich das nicht gut anfühlt, natürlich immer gerne mit Kissen noch etwas mehr Unterstützung bauen. Aber wenn du hier angekommen bist, den Kopf auf dem Oberarm abgelegt, dann spürst du, wie sich hier die ganze Flanke lang zieht. Ganz entspannt, ganz locker.
Versucht den Atem ganz bewusst in diese Länge in der Flanke zu schicken. Ganz gezielt in den Brustkorb zu atmen. Und um aus der Position rauszukommen, nimmst du den oberen Arm, stellst ihn vor dir auf und ganz langsam und vorsichtig kommst du aus der Position raus und richtest dich auf zum Sitzen. Kannst deine Beine wieder aufstellen, die Hände hinter dir abstützen. Ich drehe mich jetzt einmal um. Ihr könnt aber in der Position bleiben, wo ihr gerade wart. Schau wieder, dass dein Kissen hinter dir liegt. Lass nochmal beide Knie nach links und nach rechts fallen. Beobachte, wie sich der Po auf der Matte bewegt. Und dann lässt du beide Beine auf die linke Seite rüberfallen, nimmst den rechten Arm mit, in seinem großen Bogen stellst ihn vor dir auf, platzierst dein Kissen unter deinem Brustkorb und den linken Arm lang ausstrecken, den rechten Arm vielleicht am rechten Ohr vorbei verlängern, sodass du deine ganze rechte Flanke lang schieben kannst. Den linken Oberarm unter den Kopf. Wenn du magst, verschränk die Hände ineinander. Atme wieder ganz bewusst die rechte Flanke lang in den Brustkorb, die seitlichen Rippen. Und spür hier, wie zwischen den Rippenbögen Länge entsteht. Und dann langsam setzt du die obere Hand wieder vor dir auf, richtest dich vorsichtig langsam zum Sitzen auf. Jetzt kannst du dein Kissen beiseite nehmen. Nochmal ganz entspannt, ganz locker hier die Knie nach rechts und links fallen lassen. Und dann legst du dich langsam auf dem Rücken ab. Schau, dass dein Hinterkopf entspannt auf der Matte liegt. Nimm deinen linken Knöchel auf dein rechtes Knie
Vielleicht reicht es dir schon, wenn du in dieser Position bist, einfach nur das linke Knie nach außen fallen lässt. Vielleicht möchtest du aber auch deinen rechten Oberschenkel mit den Händen greifen, dein rechtes Bein in Richtung Decke ausstrecken. Und hier kannst du jetzt ganz entspannt bleiben. Du kannst die Füße ganz locker lassen, aber du gehst auch nicht so tief in die Dehnung, wie du normalerweise würdest. Und dafür bleiben wir ein bisschen länger in dieser Position. Du beobachtest einfach nur. Wie fühlt sich dein Rücken an? Wie fühlt sich deine Hüfte an in dieser Position? Viele von uns gehen ja jetzt ganz begeistert immer zum Joggen. Beim Joggen passiert leider ganz gerne, dass die Oberschenkel und eben diese Muskeln, die um den Ischiasnerv gehen, dass die sich zusammenziehen und dass es dann zu Beschwerden kommt. Man hat so im unteren Rücken so ein Engegefühl. Und diese Übung ist da ganz wunderbar als Ausgleich. Beobachte aber auch den Rücken, jetzt durch das Gewicht von deinen Beinen sich ganz lang zieht und fest in die Matte schiebt. Und dann beugst du, wenn du das rechte Bein gestreckt hast, das Bein und stellst es zurück auf die Matte, lässt den linken Knöchel noch auf dem rechten Knie, nimmst deine Arme zur Seite, streckst sie ganz lang aus und dann lässt du beide Knie, so wie sie sind, auf die linke Seite rüberfallen. Versuchst mit der rechten Schulter am Boden zu bleiben. Ganz locker, ganz entspannt. Wenn du merkst, du kommst mit deinem linken Knie nicht ganz zum Boden, schnapp dir dein Buch. Leg das Buch hier ab, hochkant oder quer. Mach es dir ganz bequem in der Position. Wenn die rechte Schulter auf der Matte bleibt, dann kann auch der Kopf sanft zur rechten Seite rüberrollen. Und spür diesmal mit der Atmung deiner Wirbelsäule entlang, wie leicht gedreht ist hier.
Zuerst bringst du deinen Kopf zurück in die Mitte und dann stellst du langsam den rechten Fuß auf, löst dein linkes Bein, stellst es neben das rechte Bein, vielleicht drückst du nochmal abwechselnd die Füße in den Boden, bewegst den unteren Rücken auf der Matte. Und dann nimmst du deinen rechten Fuß aufs linke Knie. Ganz entspannt lässt du dein rechtes Knie zur rechten Seite rüberfallen. Vielleicht ist auch hier schon wieder für dich heute genug. Dann bleibst du in dieser Position. Oder du greifst den linken Oberschenkel, streckst dein linkes Bein in Richtung Decke aus. Schließ gern nochmal für einen Moment die Augen hier. Spüre den ganzen Rücken. Spüre deine Hüfte. Die Füße sind ganz locker und entspannt. Und der Rücken wird durch dein eigenes Gewicht ganz lang in die Matte gedrückt. Und dann langsam beugst du dein linkes Knie wieder, stellst den linken Fuß auf die Matte. Der rechte Fuß bleibt noch auf dem linken Knie und du nimmst deine Arme wieder zur Seite. Beide Knie jetzt nach rechts. Die linke Schulter, wenn es geht, auf dem Boden lassen. Und wenn die hier bleibt, dann kann auch der Kopf ganz entspannt auf die linke Seite rollen. Spüre hier wieder der Drehung deiner Wirbelsäule nach. Schließ gerne die Augen. Atme entlang der Wirbelsäule ein und wieder aus. Und zuerst roll wieder deinen Kopf in die Mitte. Langsam stellst du den linken Fuß auf. Nimmst den rechten Knöchel vom
vom linken Knie und kannst gerne nochmal beide Schienbeine greifen. Sanft nach rechts und nach links rollen. Vielleicht mit den Knien Kreise machen. Auch in die andere Richtung. Und vielleicht auch mal die Knie einzeln greifen. Und dann langsam stell die Füße ab. Roll dich auf eine Seite und komm langsam nach oben zum Sitzen. Am besten schaffst du dir einen bequemen Aufsatz, wo du dich draufsetzen kannst. Ich habe hier das Buch und obendrauf eine Decke gelegt, dann sind die Kanten vom Buch auch nicht so spitz und drücken. Und dann setz dich ganz bequem obendrauf ab, vielleicht in einen Schneidersitz. Vielleicht magst du aber auch in einen Fersensitz kommen. Hauptsache, du kannst bequem sitzen. Vielleicht möchtest du Socken anziehen oder dir eine Decke umlegen, je nachdem, wie warm oder kühl es bei dir ist. Setz dich mit dem Po eher an den vorderen Rand von deinem Blockersatz oder vielleicht auch von deinem Block, wenn du so einen hast, sodass die Hüfte ganz leicht nach vorne kippen kann. Dann kann sich der untere Rücken schön aufrichten. Die Hände kannst du auf den Oberschenkeln ablegen, die Schultern ganz entspannt lassen, den Scheitel zur Decke schieben und dann schließ deine Augen. Atme durch die Nase. Stell dir langsam vor, wie du über die Körpervorderseite einatmest, den Atem ganz hoch ziehst bis zu deinem Scheitel, mit der Ausatmung den Atem an der Körperrückseite entlang deiner Wirbelsäule nach unten strömen lässt. Atmest wieder ein über die Körpervorderseite bis zum höchsten Scheitelpunkt. Atmest aus durch die Nase entlang der Körperrückseite. Mit jeder Einatmung richtest du dich auf, nimmst neue Energie auf. Mit jeder Ausatmung entspannst du dich ein kleines bisschen mehr, lässt Altes und Verbrauchtes los. Und langsam Atemzug für Atemzug, jeder Ein- und Ausatmung. Stell dir vor, wie du dich in einen goldenen Kokon aus Prana einhüllst. Prana ist die Lebensenergie. Die nehmen wir auf verschiedenen Wegen auf, aber ein guter Weg ist das Atmen.
Lass bei dieser Atmung deinen Bauch ganz locker. Keine Spannung in deinem Bauchbereich. Keine Spannung in den Schultern. Alles ist ganz locker und entspannt. Wenn du möchtest, leg noch mal eine Hand auf den Bauch, eine Hand aufs Brustbein und atme wieder so zu, wie zu Beginn der Stunde. Erst tief in den Bauch, dann tief in den Herzbereich. Dann wirst du wieder vollständig leer. Und spür hier noch mal diese Verbindung zwischen Bauch und Herzen. Langsam löst die Hände wieder, leg sie nochmal bequem auf den Oberschenkeln ab. Lass den Atem jetzt ganz frei fließen. Lass auch die Gedanken wandern. Aber versuch dich nicht auf einen Gedanken zu versteifen, wenn er kommt, sondern wie die Wolken am Himmel beobachtest du den Gedanken. Dann, lieber Gedanke, schön, dass du mich gerade an das erinnern wolltest, und dann lässt du ihn weiterziehen. Wenn du zu sehr abschweifst in deinen Gedanken, kannst du auch die Aufmerksamkeit auf die Atmung zurückbringen.
Nimm dann einen tiefen Atemzug. Bring die Aufmerksamkeit zurück in deinen Körper. Fang an, die Finger zu bewegen, die Arme nochmal lang auszustrecken. Vielleicht über die Seite mit nach oben zu nehmen. Streck dich lang, rechter Arm nach oben, linker Arm nochmal nach oben. Lass gerne die Augen noch geschlossen. Und nimm die Arme über die Seite wieder mit nach unten. Bring deine Hände vor dein Herz. Leg die Handflächen aneinander. Die Daumen ans Brustbein. Spür in den gesamten Körper. Spür, wie es dir jetzt geht. Und dann bedanke dich bei dir selbst, dass du dir heute die Zeit für Yoga genommen hast. Und bedanke dich auch bei deinem Körper, dass er dich Yoga machen lässt. Namaste. Vielen Dank euch fürs Mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.